fahren wir heute hin? Nach Ritsch und noch ein Stückchen weiter. Leiter nicht hoch? Doch, es ist nur das. Ich glaube, die Leiter ist nämlich nicht oben. Aber gut. Das Reb, was da runter hängt. Hier ist Loch da drüben. Ja, ja. Auf der Seite. Da hatte ich eben. Wie soll ich so filmen, wenn wir so wackeln? Das habe ich dir gestern auch gesagt. Oh, jetzt haben wir auch wieder geraden Horizont. Fern ist der hohe Atlas und vorher kommen noch viele Hügel und hoffentlich viele Dromedare. Da sehen wir schon den hohen Atlas und die Dromedarherde habe ich leider verpasst zu filmen. Ich musste gucken. Achtung Kinder, festhalten! Sandsturm! Doch noch Omelett und Orangensaft. Schön ab in ganze Felder mit Olivenbäumen und Trock. Und das Ganze schon wieder viel grüner. Hier kommt jetzt ein Tunnel mit 3,5 Meter. Fahr mal bitte langsam. Wir haben nämlich 3,55 Meter. Fahr mal bitte im ersten Gang. Da kann auch zwischendrin ja noch was sein. Ja. Ja, passt. Was ist der denn 3,55? Oh, das kommt noch. Ups, der wird immer enger. Flacher. Nicht so weit rechts fahren. Ja. Ich hab Muffen. Ja, an der Häuser. Wahrscheinlich hat sich irgendwer mal festgefahren. Ja, irgendwann. Also, wenn man am Rand fährt, stößt. Okay, es hat gepasst.
Und endlich, nach viel Aufregung, sind wir am Campingplatz angekommen. Der heißt Jurassic Park. Hier wollen wir uns das gemütlich machen. Und heute Morgen war der Nikolaus da. Haben wir völlig verpasst. Und die anderen, ihre Schuhe dahingestellt haben, haben nichts gekriegt. Nur die beiden Kleinen hier. Das muss an der Schuhgröße gelegen haben. Guck mal, ich habe Schokolade bekommen. Sehr lecker. Und ich habe zwei Schuhe bekommen. Zwei Schuhe, das ist auch gut. Zwei Schuhe voll. Und nochmal im Notregal lagern. Da müssen wir noch mal einkaufen. Erst ab 16. So schöne Orangen und wir haben an alles gedacht. Aber eine Zitronenpresse oder Orangenpresse, die müssen wir uns aus der Nachbarschaft leihen. Leider hat die Pumpe schlapp gemacht. Und jetzt müssen wir erstmal Pumpe reparieren, damit wir nicht aus Wasserflaschen abwaschen müssen. So sieht das Filterwassersystem hier hinten aus. Ein Druckausgleichsbehälter. Und hier ist die Pumpe. Und entweder sitzt Schmutz davor. Oder die Membran ist kaputt. Oder die Elektrik hat einen in der Waffel. Das schließen wir aber eigentlich aus. Weil laufen tut sie ja. Ich habe jetzt die Pumpe ausgebaut und löse jetzt oben den oberen Kopf. Dafür brauche ich aber beide Hände. So, ich habe das jetzt ausgebaut. Und siehe da, ich weiß gar nicht, ob man das so sehen kann. Naja, die gehören da jedenfalls nicht hin. Und das sind Bohrspäne aus unserem Tank, als wir die Anschlüsse gemacht haben. Haben wir natürlich super sauber gemacht, aber doch was durchgeflutscht. So, Pumpe auseinandergebaut. Und das da rausgeholt. Wieder zusammenbauen und dann geht das hoffentlich. Ich wollte eigentlich nur hören, was du tust. Wie immer. Abschmieren. Super. Heute ist nämlich Pausentag. Alle sind am Reparieren und ein bisschen arbeiten. Sogar die Kinder, die machen Schule. Die Sache mit den Blümchen. Mit der richtigen Soundkulisse geht alles. Super! Das Wasser, was da rausläuft, läuft aus der unteren Schicht raus. So ungefähr 40 cm. Campingplatz. Spannend, was es hier alles so gibt.